Moment. Moin, moin, Freunde. Wie geht's euch? Und Prost. Ah. Wie heißt deine Tochter? Verrate ich nicht. Servus, gerade zum 8. Mal das Video mit dem Grand Slam angesehen. Freue mich, wenn es dir gefällt. Wen haben wir noch am Start? Eichkili, der Kid, haben wir gerade schon gesprochen. Ich kriege ein neues Keyboard von dir, Kid. Mega, danke dir. Wir nennen die kleine liebevolle Horst. Das ist natürlich nur ein Spitzname, da der echte uns nichts angeht. Nein, Horst möchte ich nicht. Kleibi, grüß dich. Chromax, Carlos Croquetos, Tom, Hunter07, Martin, Justus. Alexander, könntest du auf deine Memes reagieren? Gibt's da... Also, ich kenne nur zwei von Kili und die beiden habe ich schon angeschaut. Wenn ich die jetzt nochmal anschaue, dann ist es keine richtige Reaction, oder? Ich müsste die ja zum ersten Mal sehen. Oder gibt's was Neues, von dem ich nichts kenne? Oder nichts weiß? Superwachtel, moin. K. Funkeli, hallöle, grüß dich. Wen haben wir noch? Auf was geht's heute? Ich hätte heute Bock, mal wieder nach Teavaroa zu schauen. Teavaroa. Ich breche mir mal halb die Zunge. Teavaroa, Dammhirsche und Ziegen würde ich heute gern mal suchen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Heute mal in der Savanne. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Vielleicht beim nächsten Mal. Mastschwein, moin, Christian, servus. Du brauchst eine Brille, du bekommst Keyboardöl. Okay. Darkline, habe heute mein erstes Metatier geschossen. Bergziege auf Silver Peaks. Nice, Darkline, Glückwunsch. Leo, Derry ist am Start. Derry, grüß dich. Vorgestern hatte meine Uroma 1912 geboren. Geburtstag? Warte mal, 1912? Alter. Dann ist die tatsächlich ziemlich alt. Ich sag's dir mal, herzlichen Glückwunsch. Respekt. Hab gestern endlich mal nach 4 Wochen mein Albino Bison geschossen, Timo. Auch dir Glückwunsch. Vicky ist am Start, der Patty. Und ich würde sagen, wir gehen aber direkt einfach rein, damit wir keine Zeit verschwenden. Ich sortiere mich einmal. Und ich sag euch, ich bin komplett am Filter. Komplett. Denn ich habe gerade die erste Folge Bigfoot gedreht. Wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen im Stream. Alter Schwede. Aber mehr verrate ich noch nicht. So, einen Moment. Game. The Hunter. Hier ist immer. Gescheckter Goldrothirsch geschossen. Alter, geht gut bei euch. Geht gut. Deer Grand Slam fertig geworden. Sebi die Hunter, grüß dich. Oje, muss noch arbeiten. Wie fies ist das denn? Kleiner Spaß. Viel Spaß beim Zocken und Chatten. Viel Erfolg. Sebastian, schaff's gut. Ich hoffe, die Arbeit geht schnell und stressfrei zu Ende. Leo hat einen Deer zerschossen. Passiert uns allen, Leo. Passiert uns allen. Der Witz kam sehr flach. Respekt. Nein, sowas nicht gemeint. Creepy. Creepy. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nur Call of the Wild gewohnt bin, weil wir hier immer super gechillt jagen gehen und auf einmal passieren Sachen, die kommen einfach überraschend. Und wenn ich das Video poste, denkt dran, ich habe sowas lange nicht mehr gespielt. Ich habe sowas wirklich lange nicht mehr gespielt. Also ihr müsst ein bisschen Erbarmen haben. Soll ich mir das also auch holen? Mach mal. Wann kommt ein neues Video? Ich glaube morgen. Wie oft musstest du die Unterhose wechseln? Ja, nee. Also so schlimm ist dann doch nicht. Aber ihr werdet es dann sehen. Da gab es ein paar Szenen. Da war ich kurz vor Herzstillstand, glaube ich. Habe heute das Gefühl, es kommt etwas Großes. Masi, das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Wir müssen mal schauen, ob ich alles schon dabei habe. Sporter, Solo, Virant. Ich habe noch ganz schnell eingepackt. Lockmittel ist noch die Frage. Scroll. Truthahn, naja, den würden wir jetzt nicht rancallen. Schweinhammer.
Ich weiß nicht, ob wir auf Rothirsche gehen. Ziegen kann man eh nicht callen. Dammhirsche, Geweihrassel. Hoppla. Entschuldigung. Geweihrassel passt. Das heißt, wir können eigentlich direkt loslegen und fangen hier unten an. 9 bis 11.30 Uhr. Ich muss so die Zeit gleich noch anpassen. Und dann geht's los. Dann geht's los. Mein Kleiner hat gerade Andi gesagt. Was? Dann mal viele Grüße, Derry. Viele, viele Grüße. So, jetzt bin ich bereit. Was haben wir gesagt? 8 Uhr ungefähr. Wir stellen mal kurz nach 8. 8.27 Uhr passt. Unsere Kleine fängt jetzt auch langsam an, so ein bisschen zu brabbeln. Aber man versteht es natürlich noch nicht. Aber sie macht manchmal so. Yeah. Sowas gibt es ja dann von sich. Hört sich sehr, sehr niedlich an. Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen warten. Bei mir ist auch, also ich habe hier ein Bedürfnisgebiet. Ich habe das eine hier oben zerschossen. Wir müssen mal gucken, ob die überhaupt hier runterkommen. Ich habe die Frage auch neulich im Discord gelesen. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Phase, wo am Ufer hier ein bisschen trocken war. Dafür waren dann hier hinten, so über am ganzen Ufer entlang, waren dann ziemlich viele. Wir müssen mal gucken, ob die jetzt dann kommen. Ansonsten drehen wir da einfach eine Runde. Ich blicke gerade nicht mehr durch. Gibt es einen Bigfoot? Nein, nicht in Call of the Wild. Ich habe ein neues Spiel ausprobiert. Die erste Folge dazu gedreht. Da hatten wir im letzten Stream drüber gesprochen, ob ich das mal machen soll. Und der Chat hat gemeint, mach das. An der Stelle nochmal danke euch. Ich habe bestimmt 2000 graue Haare mehr jetzt. Genau, und da geht es um Bigfoot. Alex, er mich. Definitiv er mich. Nordpol ist mal wieder am Start. Nordpol, grüß dich, wie geht's dir? Bei uns ist alles gut. Sei froh, dass noch nicht Mama oder Papa ist, dann hörst du nämlich erstmal nichts anderes mehr. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. So, bis jetzt ist noch relativ dünn. Stulle, Alter. Stulle. Es gibt Grenzen. Es gibt einfach Grenzen. Der erste Satz von eurer Kleinen. Papa hat den Diarotisch im Liegen verschossen. Ja. Kann sie sich dann auch schön anschauen. Papa hat die Süßkartoffel vergessen. Mama hat geschimpft. Ich würde es echt feiern, wenn du mal Fishing Planet machen würdest. Boah, da kenne ich mich halt gar nicht aus. Ich habe im September, wenn nichts dazwischen kommt, habe ich im September Urlaub. Ich hoffe, dass da der ein oder andere Stream mehr geht und vielleicht auch mal ein Stream auf Twitch mit ein paar anderen Games. Vielleicht können wir da auch mal sowas anschauen. Aber das sage ich euch dann auf jeden Fall nochmal Bescheid. Sag mal, habe ich die Uhr richtig gestellt? 8.38 Uhr. 9 Uhr. Ich habe die Uhr falsch gestellt. Upsi. Wenn man Urlaub hat, ist alles super. Oh. Und wie ist es bei euch so? Bei uns ist tatsächlich seit heute so der erste Tag, wo das Wetter richtig runtergegangen ist. Wofür ich sehr dankbar bin. Ich feiere es. So, jetzt haben wir Dammhirsche. Freunde, jetzt haben wir Dammhirsche. Der erste Dreier. Noch ein Dreier. Oh, da haben wir jetzt einen Vierer. Noch ein Dreier. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, ich brauche so viel wie das sind. Ich brauche mehr Munition. Das hatte ich vergessen. Ich habe die Sporter dabei. Wir nehmen mal noch schnell mit. So, 106 Schuss, wenn das nicht reicht. Man sollte auf jeden Fall nicht mit dem Kuscheln. Nee. Zum ersten Mal hat auch YouTube die Benachrichtigung perfekt gesendet. Noch jemand, der das jetzt schreibt. Also ich habe nichts anders gemacht. Den würde ich mir gerne holen, auf jeden Fall den Vierer hier unten. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum die manchmal kommen und manchmal nicht kommen. Ich kann es euch nicht sagen. Der hier sieht auch nicht schlecht aus. Noch ein Vierer 222.
Dreibein steht da hinten. Sag mal, ich hatte hier ein Dreibein. Hat das der Biber mitgenommen? Mountain Man, grüß dich. Der Titel des Streams ist Fake. Was kann an Feierabendstream Fake sein? Erklär mir das mal. Oder verstehe ich hier gerade was falsch? Was lassen wir hier? Tja, gute Frage. Was macht man denn? Ich war schon lange nicht mehr in Neuseeland unterwegs. Ich hätte gern Dreibein mit dabei. Wir schießen sie ohne Dreibein, ganz ehrlich, wir legen jetzt einfach los. Dann schieße ich halt nicht so viel, sondern nur die Vierer, das ist auch okay. Heute kein Stahl in die Heide. Hast du das Bigfoot-Spiel alleine gespielt? Ja, leider. Aber ich muss mir da noch was überlegen. Irgendwo hier war noch ein Vierer, Dreier. Hier haben wir den 1, 2, 22. 2, 8. Dann nehmen wir doch den hier. Steht auf 260 Meter. Würde sich für einen Nackenklatscher anbieten, aber ist ein bisschen eine undankbare Entfernung. Ich versuch's mal. Ton ist aus. Läuft gut heute. Ich halte ein bisschen drüber. Ich denke, der hat gepasst. Jess, grüß dich. Ich bin gerade auf Te Awaroa am Rothirschejagd. Bis jetzt waren schon 8 Mythische bei. Oh, bald kommt der Neuner. Ich drück dir die Daumen, Stulle. Guck mal, die hat sogar gelangweilt. Dann können wir den auch gleich mitnehmen. 220 Meter. War die Lunge. Perfekt. Also zwei Vierer haben wir schon mal. Die Ziegen habe ich jetzt hier leider verscheucht. Wir können mal spotten, ob da was Schönes dabei ist. Muss man das Bigfoot-Spiel kennen? Nee. Nee, musst du nicht kennen. Die können wir auf jeden Fall auch mal mitnehmen, wenn sie gleich ruhig bleibt. Liegt. Nackenklatscherkanne. Nicht viel, aber Nackenklatscher. Nackenklatscher geht. Wie geht's dir und den Mädels? Alles gut. Also, es ist tatsächlich so, das haben davor auch viele schon geschrieben. Oha. Wahrscheinlich keine 5er. Sah kurz groß aus. Ist aber nur eine 4er. Ein Moment. Es fühlt sich so an, als ob jeden Tag so irgendwie was Neues passiert bei der Kleinen. Wie gesagt, so seit 2-3 Tagen fängt sie jetzt an. Das ist ja noch nicht wirklich sprechen. Aber halt so komische, witzige Geräusche von sich zu geben. Es ist super süß. Genau, und einfach die Blicke werden irgendwie gefühlt jeden Tag anders und ja, ist alles gut. Wann kommt die Map für PS4? 31. August. 31. August. Habe ich ihn noch erwischt? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist da hinten runter. Ich denke, ich habe im Baum geschossen. Theoretisch hätte der Dia Potenzial gehabt. Vielleicht finden wir ihn gleich nochmal. Hoffentlich patchen die auch endlich alles. Stephanie, grüß dich. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch echt sehr. Ich muss sagen, ich habe bei Medved und bei Wuhonga hatte ich extrem Probleme. Da wollte ich eine Folge aufnehmen, sowohl in der Savanne als auch in Medved. Aber es ging einfach nicht, weil die Frames so weit unten waren. Habe ich den erwischt?
glaube, ihr habt ihn erwischt. Die Frames waren so weit unten, dass der einfach, dass es einfach nicht möglich war, deine Folge aufzunehmen, weil ich mich einfach nicht bewegen konnte. Deswegen, das ist schon mal sehr gut. Seit dem neuesten Patch auf dem PC ging das alles ohne Probleme. Es lief alles super flüssig. Es lief alles super flüssig und ich hoffe einfach, dass es auf der PlayStation und auf der Xbox genauso ist. Ja, theoretisch dir. Verdammt. 4,4, 9,48. Wäre fast zu schön gewesen. So, jetzt nehmen wir hier die Ziegen noch mit. Die Küche ist sauber. Super Stulle. Kannst bei mir gleich weitermachen. Da liegt eine, oder? Da lag doch gerade was. Nativ oder so. Grüß dich. Es ist immer schön, die kleinen Wachsen zu sehen. Ja, also ich habe es ja jetzt auch das erste Mal so richtig mitbekommen. Oder ich bekomme es jetzt gerade zum ersten Mal so mit. Und ich finde es schon echt irgendwie verrückt. Ich finde es echt verrückt, wie schnell es auch einfach geht. Ich hatte 10 Trolls, bevor die Elfer endlich dir war. Ja, wir hatten auch schon im Stream. Oh ja, auch Nackenklatscher. Weißbraun. Wir hatten, oh, die war nicht schlecht, 169,4. Vielleicht kommt was Schönes hinterher. Wir hatten im Stream auch ein paar Trolle. Trolls? Trolle? Keine Ahnung. Da liegt die andere. Und normalerweise standen hier auch immer, ich weiß nicht, ob ich die jetzt verscheucht habe, aber hier hatte ich eigentlich auch immer einen Haufen Dammhirsche. Aber so wie das aussieht, stehen die alle hier, weil das sind echt extrem viele. Nochmal weißbraun. Auch der Schuss hat gepasst, ey. Wahrscheinlich versemmel ich jetzt dann den Guten, wenn jetzt gleich einer kommt. Ich glaube, wir können gleich rübergehen. Sammeln wir mal die Dammhirsche noch ein. Ich will jetzt, wie gesagt, hier nicht ohne Dreibein zu viel schießen. Da liegen sie beide. Wir können da mal am Ufer entlang schauen. Alter, was ist das denn? Ich würde jetzt... Oh, shit. Ich dachte jetzt, das ist er, ey. Ich würde jetzt fast drauf wetten, wenn ich jetzt rübergehe zum Einsammeln, würde ich fast gegen mich wetten, dass die mich zusammentreten. Klasse, Beginn vom Stream. Viel Glück heute, Andi, und Abend zusammen. Zabel, danke dir. Warum schaut man immer in den Himmel beim Aufsammeln? Das habe ich mir so angewöhnt, weil sonst sind oft, da ist der Hintergrund so, wie sagt man, so unruhig. Und dann könnt ihr das, glaube ich, besser, vor allem am Handy und so, besser erkennen, was das Tier für Werte hat und so weiter. Deswegen schaue ich da irgendwie mal hin. Manfred, grüß dich. Ist auch für die Xbox die neue Map. Genau, am 31.08. ist der komplette Release für die Konsole, sowohl PlayStation als auch Xbox. Moin Ondi, ich hoffe, euch geht's gut und guckt deine Videos immer. Grüß die Kleine und die Große. Gianni, danke dir, uns geht's gut. Ah, die Ziegen sind schon einfach echt schön. Ich weiß noch, als ich die erste geschossen habe auf Theavaror, war ich super geflasht und ich bin's eigentlich immer noch. Hab die auch schon lange nicht mehr gejagt. Ist da hinten noch irgendwas Großes oder sah das gerade nur so aus? Ich glaube, nee. Es ist nicht so super groß. Es ist groß, aber nicht super groß. Markus, grüß dich. Hobbyfarmer. Guten Abend. Quatschkopf ist mit dabei. Wie spät ist es gerade bei dir? 10.20 Uhr. In-game. Carmen, moin Andi, weißt du, dass Mexiko bald kommt? Bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wie es euch gefällt. Ja, so schlecht ist der hier nicht, aber ich glaube, wenn ich den noch erwisch, könnte eng werden. Kommt am 31.08. für Konsolen das Gänse-Update? Ich denke schon. Also ich denke, wenn die Map für die Konsolen raushauen, dann ist es genau der gleiche Stand, den wir jetzt auch für PC haben. Also ich rechne damit, dass die Patches
da drauf sind mit in dem Update, das jetzt dann kommt, genauso wie die Gänse. Aber ich kann es dir natürlich nicht hundertprozentig sagen. Ich gehe fest davon aus, wenn ich den von dem Dreibein erwischen würde, wäre natürlich gut. Das hier müsste ja sein. Sollte gehen, 150 Meter. Glaub, das Ding liegt. Hab vor kurzem mit dem Game angefangen, finde es echt geil. Und mein drittes Tier war direkt ein Albino-Elch. Oh, Glückwunsch. Albino-Elch ist sehr, sehr schön. Ist ein sehr schönes Tier. So, vielleicht haben wir hier noch die eine oder andere Ziege. Negativ. Dann gehen wir jetzt einfach hier die Küste entlang. Dammhirsche habe ich auch schon lange nicht mehr gejagt. Auf welchen Maps seid ihr denn gerade so unterwegs? An die PC-Spieler, seid ihr nur noch auf Mexiko unterwegs oder wechselt ihr auch immer mal wieder durch? Vierer Dammhirsch, 85 Kilo, 181, solider Goldtreffer, der sieht noch ein bisschen größer aus, 226, ja, der war schon gar nicht so schlecht. Doppellunge, ja, da könnte was Feines nachkommen, 92 Kilo. So, jetzt geht's gleich los, Überquerung der Autobahn. Mein Kollege hat dich empfohlen und findet deine Videos echt nice und guckt die fast täglich. Vielleicht kennst du ihn sogar. Das ist der Simon, der dir so komische Sprachnachrichten gesendet hat. Ja, den kenne ich natürlich hier. Der Simon. Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Oh Gott. Oh Gott. 181. Nein. Nein. Geh weg von mir. Wenn mich einer noch erwischt, dann ist vorbei. Fast wie bei Bigfoot. Also hier ist einfach so viel los. Habe ich da unten noch irgendeinen? Oder habe ich alle eingesammelt? Ich glaube, ich habe alle eingesammelt, oder? Ich finde auch, dass die manchmal so ein richtig... Wie so ein Stier, der was Rotes sieht. So sind die manchmal drauf. Ich glaube, wir gehen dann einfach direkt hier hin. Dann sind wir auch, glaube ich, wieder voll. Hirschfelden ist mein Stammrevier. Okay. Park, aber jetzt wohl wieder nach Afrika. Ein Game lässt sich nicht starten. Oha. Werwolf, grüß dich. Ah, Leritos, grüß dich, nicht auf den Great One. Also wir werden später mit Sicherheit noch eine Runde Weißwedel machen. Einfach einmal die Spots abgehen, wieder ein bisschen an dem Grind arbeiten. Aber ich dachte mir jetzt immer nur, den Grind ist vielleicht für euch auch ein bisschen langweilig. Deswegen heute mal Dammhirsche, Ziegen. Aber wir gucken dann auch rüber auf Mexiko. Ich gehe fest davon aus, dass ich dann einen Great One auf meiner Mexiko-Map finde. Jörg. Große Worte. Große Worte. Savanne, okay. Wann kommt Mexiko für Konsole? Hier haben wir sie schon. Es hat ein paar Männchen, aber keine großen. Mal gucken, ob ich es bis zu dem... Mal gucken, ob ich es bis zu dem Dreibein schaffe. Geh mal in Schleichmodus. Hau mir mal noch eine Ladung Espis drauf. Habe ich die dabei? Ich dachte eigentlich, ich habe die dabei. Ja. Und, dabei können wir ein bisschen quatschen. Erik, grüß dich. Afrika, Silver Ridge Peaks, okay. Muss mich nicht Carmen nennen, ich heiße Janis. Okay, Carmen, ich nenne dich ab jetzt Janis. 31.8. Ich glaube, wir können das mal sogar pinnen, oder? Mexiko. Für Konsole. Am 31.8. Zack.
Richard, grüß dich. Dennis, auch dir grüß dich. Bin ständig im Wechsel der Maps. Mr. Blanco, neulich auf 377 Meter einen 5er Morty Hirsch einen Nackenschuss gegeben. Alter, Blanco, war's, oh shit. Ganz ruhig. War's dann auch ein Dir oder war's ein Troll? So, Andi, ich muss schon los, bin noch bei Mama zum Suppeessen eingeladen. Dir noch viel Erfolg, ich will später was Schönes sehen. Wird mal wieder Zeit für ein Dir. Ich streng mich an. Stulle, ich streng mich an. Viel Spaß bei der Mutti. Lass es dir schmecken und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Markus und Daisy. Ganz liebe Grüße zurück. Und vielen Dank. Wie findest du die Ranger? Die finde ich sehr gut. Vor allem habe ich die wieder lieben gelernt mit Mexiko. In Mexiko einfach die beste. Okay, was haben wir hier? Dreier, vier. Noch ein Dreier. Wir nehmen mal hier den Vierer mit. Kriege ich noch einen? Dreht er sich? Oh, der war zu spät. Da bin ich schnelle Nachladen der M1 gewohnt. Ich denke, der geht noch down. Einmal schnell rundum checken. Gehen wir einsammeln. Leider ein Troll. Okay, schade. Tim, grüß dich. Aber Blanco, auch wenn es ein Troll war, trotzdem sehr starker Schuss, ey. Vielleicht kommt ja der Dia nach. Kilo. Ja, ein kleiner Vierer. Habe heute mit Leighton Lake angefangen, einen gescheckten Schwarzwedel. Nice, Stefan, Glückwunsch. Das wird bestimmt was, Andi. Und ich habe ihn gelegt, bekommst du als erster im Bild. Ey, Jörg, ich sag's dir, wenn du den jetzt wirklich in kurzer Zeit legst, ey. Da müssen wir nochmal sprechen. Ben the Man, grüß dich. Wie bekommt man diesen Hochsitz? Du meinst den hier? Das ist ein DLC. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Weiß das im Chat gerade jemand? Ich muss aufpassen, sonst bin ich im Eimer. Das ist Tree Stand, heißt das, glaube ich, das DLC. Da gibt es zum einen eben diese Dreibein-Dinger, die du überall hinstellen kannst. Und dann gibt es noch welche, die kannst du am Baum machen. Oh Gott, war das knapp. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Warum stehen die denn hier alle? Hallo? Habe ich eigentlich Ding dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Also irgendwo müsste noch einer liegen, aber wir schauen jetzt erstmal noch hier hinten hin, genau. Da ist noch so eine Stelle, wo man ziemlich viele sind. Tree Stand and Hunting Blind DLC. Danke dir, Vicky. Genau so heißt es. Medipack. Why you not heal? Ich hab's vergessen. Medipack vergesse ich echt oft. Dreier? Ich call die mal ran. Ich weiß nicht, ob dahinter noch was Größeres vielleicht sogar steht. Wir callen mal. Mein Cousin hat seinen ersten Deer geschossen. War ein Puma. 39,3. Janis, dann sagst du ihm mal herzlichen Glückwunsch. Schönes Teil. Ich glaube, ich werde demnächst auch mal, wenn ich ein bisschen Geld gespart habe, ich bin ja jetzt gerade eben für meine Verhältnisse bin ich stinkreich, 233.000 dank der Gänse, auch für Schwellen zurzeit. Ich werde mal demnächst mir, glaube ich, ein Setup aufstellen für Puma Grind. Ich träume davon, einen melanistischen Diamant zu holen. Alles klar, Derry. Kommen die jetzt auch, oder? Eher nicht so.
Ah, sind noch ein bisschen weit weg. Wie weit geht die? 200 Meter wahrscheinlich, ja. 200 Meter. Müssen wir noch ein bisschen ran. Wie konntest du nur so viel Geld verdienen? Das geht einfach mit dem neuen Update auf PC und jetzt eben am 31.08. wahrscheinlich auch für Konsole. Da funktioniert die Gänsejagd einfach richtig erste Sahne. Hast du Tipps, wie man so viel Geld verdienen kann? Ja, Gänsejagd. 22k für seine Verhältnisse reich. Ey, ich habe ganz lang immer im unteren fünfstelligen Bereich rumkrepiert. Für mich ist das echt viel Geld. So, jetzt müsste ich sie eigentlich callen können, oder? Der Baum passt hier perfekt. Ja, jetzt kommen sie. Wind ist ein bisschen blöd. Noah, grüß dich. Stanley, grüß dich. Einmal ein paar Zelte kaufen, alles weg. Ich sag ja, ich muss noch ein bisschen sparen. Dreier. Kommt scheinbar nichts Größeres mehr. Dann wird es er werden. Franklin, grüß dich. Ich kratze gerade meine 8000 Dollar, aber das kommt schon noch. Also Gänsejagd ist wirklich richtig, richtig gut. Es gibt noch so ein paar andere Spots. Irgendwo auf dem Kanal ist auch ein Video zu schnell Geld verdienen oder zu den Hotspots, wo man gut Geld verdienen kann. Kannst du dir vielleicht mal angucken, wer es dich interessiert. Ansonsten einfach Missionen machen und alles, was da so ankommt, erlegen. Ein Stift. Grüß dich. Kilo, 156,6. Ein kleinerer. So, wo sind wir jetzt? Ich glaube, jetzt gehen wir als nächstes mal hier hoch noch. Wie lange geht's? Bis 12? 12? Ja, vielleicht sind wir noch schnell dran. Meine Gänsejagd geht nicht so gut. Stanley, spielst du an Konsole oder an PC? Manuel, grüß dich. Uff, da hast du dir was vorgenommen mit Mela dir. Ja, stimmt. Aber man muss sich ja Ziele stecken. Man darf ja auch ein bisschen träumen. Moin, Andi, endlich mal wieder Zeit, deinen Stream zu schauen. Bist der beste YouTuber. Pheasant Slayer, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Konsole? Ja, wenn du an Konsole spielst, Stanley, dann dauert es noch ein bisschen, bis die Gänse richtig funktionieren. Die sind bei euch leider noch ein bisschen verbuggt, aber 31.08., da wird alles gut. Erste Hilfe. Vicky, ey, wenn ich dich nicht hätte. Benjo, grüß dich. Ein Stift. Spielst du an Konsole? Also wie gesagt, bei Konsole ist es noch nicht behoben. Wo muss ich denn hin? Hier. Ja, guck mal, ich habe sogar noch welche. So, jetzt sind wir wieder frisch. Danke für die Erinnerung. Wind steht perfekt. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Mela, Dia, Dammhirsch. Ich sag's euch. Savage Peaks, Gänse, Mexiko, Neuseeland, Geld verdienen ist doch so einfach gemacht worden. Es gibt tatsächlich jetzt ein paar Spots, da funktioniert es richtig gut. Ich träume für den Great One, wenn Mexiko kommt. Ja, ist doch gut. Also ich finde es auch schön, wenn es so ein paar so Dinger gibt, die wirklich schwer zu erreichen sind. Finde ich richtig gut in diesem Spiel. Wo ist der Hund schon wieder? Ich mache heute ohne Hund. Ich vergesse ihn eh wieder. Als nächstes werden wir dann eine Runde von die Ziegen an die beiden Seen schauen. Da hatte ich, also ist jetzt auch schon wieder lang her, aber da habe ich echt, ich glaube, wir hatten hier einen Troll und ich habe ein paar Vierer vor Wochen gelegt. Wir gucken einfach mal, was danach gespawnt ist. Schauen dann einfach mal. Missionen bringen auch richtig Geld, genau.
Obi-Wan Kenobi, Kenobi war Nobi. Oder so ähnlich. Grüß dich. Was glaubst du, was wird der nächste Great One? Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat EW ja mal eine Umfrage gemacht, wo sie, glaube ich, genau die Frage gestellt haben. Stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf? Ich meine schon. Und ich denke, genauso wie es jetzt bei uns hier ist, wir sind alle, also ich ja auch, wir sind alle super Rotfisch-Fans. Und ich glaube, so ist, zieht sich das wahrscheinlich komplett durch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie nochmal einen Great One bringen, dass sie dann den Rothirsch nehmen. Und ehrlich gesagt, also ich finde, die Rothirsche haben halt jetzt schon ein total krasses Geweih und ich hoffe, sie übertreiben das nicht. Aber wenn ich mir die Great One Geweihe der Weißwedel anschaue, da gibt es ja auch viele unterschiedliche. Wir können, wenn ihr Bock drauf habt, dann, weil ja so viele immer auf Reaction stehen, wir können uns auch gleich noch ein paar Videos anschauen von den anderen Streamern, die da schon den ein oder anderen Great One erlegt haben. Da können wir uns die Geweihe mal ein bisschen genauer anschauen und gemeinsam quasi darauf reagieren. So Reactions, muss ich ehrlich sagen, das ist für mich so, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, auf YouTube ist das echt eine, so eine Sache, die man macht. Altsteuer, grüß dich. Genau, und wenn sie das bei dem Rothirsch genauso umsetzen würden, dass das Geweih halt schon krass ist, aber jetzt nicht so komplett abgefahren, fände ich schon cool. Kinsko hat einen, genau, also mittlerweile haben wir viele einen. Kinsko hat einen, Clinton hat einen, Scarecrow hat einen, Ron hat, glaube ich, 3 mittlerweile, Flinter hat einen. Also da hat es jetzt schon durch Mexiko, oh, der sah gut aus. Da hat es durch Mexiko jetzt echt ein paar mehr gehagelt. Wer ist da weg? 360. Müssen wir noch ein bisschen näher ran. Träumen wie träumen. Ja, mach mal, Jörg. Mach mal. Und da erklärst du mir, wie es gegangen ist. Hier sind nur kleinere dabei. Da müssen eigentlich noch ein paar mehr Spots sein. Wo sehe ich noch? Ja, genau. Hier stehen noch welche. Was haben wir hier? Sah auch kurz groß aus. Ist aber tatsächlich kleiner als der erste hier. Hier ist ein ganz kleiner. Wie weit? Freundin randaliert. 300 Meter. Müsste eigentlich gehen. Ja, der fällt. 3 Great Ones, Respekt. Ja, der gibt auch gut Gas. Die meisten Dia-Rothirsch-Geweih sehen furchtbar aus. Also ich finde dieses eine mit den vielen Enden. Ich glaube, SP hat, glaube ich, den 44-Ender, glaube ich. Mehr habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ich habe von SP kenne ich den 44-Ender. Der sieht schon sehr, sehr schön aus. Carsten, grüß dich. Guten Spot für Rothirsche auf Neuseeland. Ich glaube irgendwie hier so. Ich glaube, der Bereich zu den Trinkzeiten. Die trinken halt auf Neuseeland abends bis in die Nacht rein. Deswegen vielleicht Nachtsichtgerät mitnehmen. Aber da im Westen, da ist, glaube ich, ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Carsten. Danke. Ich hoffe dir auch. Würdest du alle 3 Dammhirsch-Fellarten als Multimount zusammenbauen oder alle einzeln stellen? Boah, das ist eine harte Frage. Wenn ich alle 3 Fellarten hätte, da würde sich das Multimount schon anbieten, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich würde ich es ins Multimount packen. Die sind heute irgendwie zutraulich, oder? Wann denkst du, kommt die neue Map für Konsole? Sie kommt am 31.08. Genau. Ist released worden. Nachdem aber tatsächlich, ich habe mir das schon gedacht, es sind natürlich
90 Kilo, 218. Schöner Bursche. Es sind natürlich nicht alle auf dem offiziellen Discord unterwegs. Vielleicht mache ich dann nochmal ein kurzes Video. Es gibt ja auch so ein paar Neuigkeiten so zu dem offenen Brief und so Zeug, was da jetzt in letzter Zeit passiert ist. Vielleicht mache ich dann nochmal ein kurzes Video dazu, dann wissen alle Bescheid. Lukas, grüß dich. Wann machst du wieder Ranch Simulator? Ich habe angefangen, ein bisschen zu spielen, dass wir langsam wieder da hinkommen. Mein Plan wäre, demnächst einen Twitch-Stream zu machen, vielleicht auch einen längeren, wo wir eben auch Ranch Simulator spielen und da ein bisschen nach vorne kommen. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Ich sag dann aber auf jeden Fall auf YouTube Bescheid. Wieder ein Vierer. Noch ein Vierer. Oh, der ist nicht schlecht. 252 bis Max. Also da waren jetzt echt ein paar schöne große Vierer dabei, aber leider kein Fünfer. Aber die versuchen wir noch beide rauszunehmen hier. Der ist nicht verkehrt. Wann geht der Dia los? Ich glaube, es reicht nicht ganz, oder? Müsste noch reichen. Müsste noch reichen, oder? Was meint ihr? Reicht das, wenn ich hier ganz hinten hinschieße? Hier war auch noch irgendwo einer. Ist schon eng. Sonst war hier nichts. Ich weiß es nicht, ob es reicht. Wird nix. Nackenklatscher. Der ist kein Tier. Nackenklatscher wird jetzt aber noch schwerer. Jetzt hat er sich jetzt gerade ein bisschen gedreht, während ich auf den Chat geschaut habe? Ich glaube, er hat sich ein bisschen gedreht. Der erste ging in den Baum, der zweite müsste gepasst haben. Aber der hat sich, glaube ich, ein bisschen gedreht. Irgendwo war hier noch ein Vierer, der hier. Den nehme ich jetzt mal einfach so raus. So, wieder ein bisschen was für den Respawn gemacht. Ich würde sagen, jetzt sammeln wir die ein, gehen darüber zu den Ziegen, schauen noch, ob da was Gutes dabei ist und drehen dann eine Runde Weißwedel-Spots. Da kommt das nächste Video, ist so quasi so meine Hotspots Weißwedel und so ein paar Mythen, Fakten, was diese Grade 1 Grind-Geschichte angeht und so ein bisschen erklärt, weil ich selber das auch ganz lang nicht so richtig verstanden habe. Wie ich mein Grind-Setup aufgebaut habe, warum ich so aufgebaut habe, wo ich das einfach alles so ein bisschen erkläre. Ich hoffe, das bringt dem einen oder anderen vielleicht noch so nützliche Infos. Leber vielleicht, ja genau, könnte Leber gewesen sein. Er ist relativ schnell gefallen. Dein Stream macht mich schon wieder scharf auf Zocken. Konsole läuft jetzt warm. Sehr gut. Friedrich, grüß dich. Gibt es eigentlich ein Infrarot-Zielfernrohr? Spiel das Spiel noch nicht lange, habe es vor einem Jahr entdeckt auf YouTube. Infrarot gibt es nicht, es gibt Nachtsichtgerät. Jetzt bin ich gespannt. Oh, war sogar die Lunge. 218, also gar nicht mehr so groß. Dafür, wie er sein hätte können. Sebastian, grüß dich. Hast du schon ein Albino-Reh? Nee. Ich habe ein geschecktes Reh, aber das war es mit speziellen Fellfarben. 188. Also wir haben ein paar schöne Vierer jetzt hier erlegt. Ich bin gespannt, wenn wir die nächste Runde machen, ob dann vielleicht sogar ein Fünfer nachgespawnt ist. Es waren jetzt echt ein paar gute Abschüsse dabei. Ziegen trinken, 39 bis 12 Uhr, müssen wir die Uhr gleich nochmal umstellen. Es gibt Infrarot? Verstehe ich das gerade richtig? Björn, grüß dich. Aurinia, schaut auch vorbei. Ab zusammen, was habe ich verpasst? Konnte eine Weile nicht live dabei sein. Wir haben einfach eine Runde Dammhirsche gejagt und haben ein paar schöne Vierer erwischt, aber es war kein Dia oder sowas dabei. Und jetzt gehen wir noch auf Ziegen. Und gucken mal, da hatten wir einen, habe es vorhin schon gesagt, da hatten wir einen Troll und ein paar Vierer erlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht was Schönes nachgespawnt ist. Restlich verstecke. Ah, okay.
Habe ich es falsch verstanden? So, jetzt schauen wir mal. Was macht der Wind? Wind ist leider ein bisschen blöd. Gehen wir mal in die andere Richtung. Also hier drüben habe ich ganz oft Ziegen, eigentlich so komplett über den See verteilt, bis zu dem anderen See rüber. Dann ist ja noch alles offen. Es ist alles offen. Björn, grüß dich. Habe ich schon gesagt? Ich weiß nicht. Björn, grüß dich. Hast nichts verpasst. Ich habe zweimal einen weiblichen Rothirsch in Albino. Sehr schön. Glückwunsch. Schön, endlich mal wieder im Stream dabei zu sein. Friedrich, freut mich, dass du dabei bist und dass dir gefällt. Nur Ziegen bräuchte man jetzt noch. Okay, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Die Gebiete fangen bei 9:30 an. Es ist jetzt 9:47 Uhr. Vielleicht dauert es einfach noch einen Moment. Platzhirsch, grüß dich. Was ist ein gutes Gewehr, was sich lohnt zu kaufen, ohne DLC? Also ich habe mir als erstes Gewehr, glaube ich, die 7mm gekauft und die hat für mich vieles viel einfacher gemacht. Also die hat zwar nur einen Schuss drin, das heißt, du musst gut zielen und mehrere aus einer Herde rauszuschießen ist auch nicht ganz so einfach, aber die deckt alles von 4 bis 9 ab. Ich glaube, die kostet irgendwie so 75.000 oder so, bin mir nicht 100% sicher. Und hat einfach richtig viel Power. Im Verhältnis zu der Ranger vor allem. Hier mal ein Brumpfschrei. Die Millimeter kostet 36.000. Oh, hatte ich falsch auf dem Schirm. Dann ist sie ja sogar noch günstiger. Da musst du dir 7mm holen. Ich hoffe, ich verscheuche die jetzt nicht. Die Millimeter ist perfekt für den Anfang. Ja, finde ich auch. Lele. 1, 2, 3. Grüß dich. So. Vielleicht wandern die von hier oben darüber. Könnte auch sein. Ich gehe jetzt einfach mal in den Hügel und schaue dann da runter. Habe einen melanistischen Puma gesehen, habe dann die Zeit zurückgestellt und dann war er weg. Aber wenn es deine Karte war, wenn du die Zeit zurückgestellt hast, dann war es ja deine Karte, dann kommt er auf jeden Fall wieder. Also der ist nicht komplett weg, musst ihn nur finden. Als du in Park Fernando warst, an dem See Büffeljagen, habe ich das auch gemacht und habe einen Albino-goldenen Wasserbüffel geschossen. Lukas, Glückwunsch. Sehr schön, da kommen sie. Erdnuss, grüß dich. Eckers ist DLC, genau. Level 1, da ist jetzt noch nichts Großes dabei. Sieht auch alles klein aus. Vierer. Immerhin. Dann nehmen wir die doch gleich. Zack. Die war geschenkt. Da müssten aber eigentlich noch mehr sein. Also wenn ich jetzt... Ich finde die rennen auch so witzig. Doppellunge und Herz. Ich hätte keine Chance. Weißbraun. Was ist eure Lieblingsfarbe bei den Ziegen?
Danke wegen vorhin. Feier dich mega, bist super sympathisch, schau dich immer gerne. Freut mich sehr. Vielen Dank dir, Blanco. LD cool, grüß dich. Sanji, servus. Was, kein Mexiko heute? Andi, bist du krank? Ja, ich dachte, wir fangen hier mal an, aber wir springen auf jeden Fall gleich noch eine Runde Weißwedel jagen. Wir müssen ja den Grind nach vorne treiben. Was muss, das muss. Ich träume wirklich, ich habe es beim letzten Stream schon gesagt, ich werde es auch noch ganz oft sagen. Ich träume davon, dass wir irgendwann zusammen im Stream den Great One entdecken. Gemischt, schwarz und weiß. Mela gibt es bei den, aber ich glaube bei den Wildziegen gibt es Mela gar nicht, oder? Das ist ein Argument. Braun, die habe ich auch in dir. Oh, nice, Benjo. Genau, hier sind noch mehr, noch eine Vierer. Schwarz ist halt selten, sieht geil aus, aber gemischt auch. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade nicht mal auf dem Schirm. Ah, der Wind, ey, der Wind. Ich muss mal kurz auf Espies schauen. An die Leute, die es noch nicht kennen, espies.de, beste Seite. Findet ihr alles, was ihr wissen müsst zu dem Spiel. Die Wildziegen gibt's in Weißbraun. Ich mache mal erst gewöhnlich. Wildziegen, weißbraun, weiß, schwarz-weiß, schwarzbraun und dunkelbraun, braun und blond gewöhnlich. Gemischt ist ungewöhnlich, schwarz und albinistisch ist sehr selten. Habe ich beides noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass es eine schwarze Wildziege gibt. Heilige, ich will eine schwarze Wildziege. Ist die richtig schwarz? So, Kind im Bett, Stream schauen und Blue Bricks puzzeln. Was gibt's Besseres? Blue Bricks. Muss ich googeln. Blue Bricks. Oh krass, was ist das denn? Sieht ja geil aus. Was es da alles gibt. Kann man das wieder auseinanderbauen oder ist das dann fest? Hab eine in schwarz. Lucy, Grüße zurück. Shady, moin! Shady, was geht? Albino ist aber auch nicht einfach zu erkennen, dass es noch normalerweise gibt. Ja, stimmt. Stimmt, das Thema hatten wir schon mal bei den Bergziegen. Ob es da wohl Albino gibt. Aber ich habe vorhin, glaube ich, sogar so eine weiße geschossen. Die war schon sehr, sehr hell. Danke dir. Das kriegst du zurück. Ich weiß, war die falsche Knarre. Oh, oh. Die wollte ich sowieso. Oh, die sind echt schnell. Vielleicht kriege ich noch eine. Alter, das war mal ein Sprung. Noch einer. Die will nicht. Ist er jetzt komplett gedived? Nee. Ich glaube, ich hab sie. Ja, ist jetzt schön pink hier. Ich habe nicht angefangen. Habe heute 8 mythische Rothirsche gesehen. Konnte ihn nicht schießen wegen falscher Position. Dann holst du dir einfach beim nächsten Mal. Also das ist die Schwarz-Weiße. Die hat sich selber so ein bisschen... Die hat sich selber fertig gemacht.
Da liegt noch eine. Kann man wieder auseinanderbauen. Vielleicht man aber. Will man aber, glaube ich. Ah, okay, okay. Dunkelbraun? Mit dem Nackenklatscher, jawoll. Und da liegt noch eine. Also wenn ich so deine Munition immer sehe, da graut's mir. Ist wie beim Autotank. Halb leer, ich bleib gleich stehen. Also beim Tanken finde ich es manchmal auch uncool. Aber ich... Ich dachte jetzt gerade, jetzt denke ich immer, da steht eine schwarze Ziege. Aber die ist braun. Aber es steht leider nichts Großes mit dabei. Deswegen ziehen wir gleich weiter. Boah, aber ich muss echt sagen, jetzt so eine schwarze Ziege, ey. Ich glaube, ich habe eine neue Challenge. Ich mache nicht den Puma-Grind als nächstes auf den Diamela, sondern auf die Ziege. Ich wusste nicht, dass die in Schwarz gibt. Haben wir im Discord eine schwarze Ziege irgendwo? Habe in letzter Zeit wieder meine Liebe zu Planet Zoo entdeckt. Ist das eigentlich auch mal wieder geplant oder nimmt das zu viel Zeit? Also für Folgen schaffe ich es einfach nicht. Ich habe es mir vorgenommen, aber ich krieg's nicht unter. Aber ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht kommt demnächst im Urlaub oder so mal wieder ein längerer Stream auf Twitch, wo wir verschiedene Spiele machen können. Da hätte ich richtig Bock drauf und da können wir vielleicht dann auch eine Runde Planet Zoo spielen, ohne dass ich es jetzt versprechen möchte. Aber es ist schon echt ein schönes Spiel auch. Stahl in die Heide, ey. Oh, Mann. Wo geht der Dia los? 204. 204. 204 kommt mir gerade sehr groß vor. Ein Moment. 208. Shit. Mit Planet Zoo kann ich gar nichts anfangen. Wann ist das nächste Video geplant? Ich denke, morgen kommt das nächste Video raus. Je nachdem, ob ich noch so ein kurzes Video mache mit dem Release-Datum und so, weil einfach immer noch so viele Fragen, kommt die Woche vielleicht sogar zwei raus. Ich muss mal schauen, ob ich das noch unterkriege. Ich habe eins fast fertig. Hast du schon eine Nachricht gelesen? Mein WLAN war kurz weg. Nati? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Sorry. Kannst du nochmal schreiben? Was zum Teufel ist eine Büffelabfahrt? Was? Dein Ernst? Büffelabfahrt ist manchmal am Ende vom Stream. Packen wir uns alle auf Park Fernando mit dem Quad, gehen auf einen öffentlichen Server und heizen dann zusammen die Küste entlang und schauen, dass wir alles mitnehmen, was wir so finden. Büffel sind so unsere Endgegner. Da haben wir noch mehrere Rechnungen offen. Wie geht's dir sonst so? Shady, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja. Boben, moin, du hast da eben was gesagt zu einer Seite, die ist gut, um alles zu wissen, zu Call of the Wild, und du scheinst auch immer wo nachzuschauen. Könntest du das hier mal verlinken? Na klar. Einen Moment. Die Seite ist von Nordpol und der hat da im Endeffekt alle wichtigen Infos. Also er baut die auch immer weiter aus. Und das sind Infos zu, was ist das maximale Gewicht, was ist der Wert für den Dia, welche Fellfarben gibt es, wie selten sind die. Infos zu den Missionen, also da ist wirklich viel drauf, wo man mal nachlesen kann. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da gab es die Seite noch nicht. Ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so hat SPD, glaube ich, gebaut oder online gestellt. Und ich habe mir selber auch extrem schwer getan, die ganzen Infos irgendwie auf dem Schirm zu haben. Und da hilft die mir jetzt immer noch extrem gut. Kein Ding. Mini, grüß dich. So, jetzt gehen wir mal noch zu dem zweiten See. Da sind meistens auch noch welche. Nächste Folge vom Ranch Simulator, wann kommt die? Ich hoffe bald. Ich hoffe, ich komme bald dazu. Ich kann es dir noch nicht versprechen, wann.
Hab von Simon gehört, dass du vor ein paar Monaten Vater geworden bist. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich geht es euch allen gut. Vielen, vielen Dank. So ist es. Uns geht's gut. Danke dir. Wie lange machst du schon YouTube? Ich glaube, ich habe Mai, Juni letzten Jahres das erste Video rausgehauen. Glaube ich. Also so ein Jahr und ein paar Monate, glaube ich. Bin total begeistert, wie du alles weißt. Ich irre immer nur durch den Wald und bin glücklich, irgendwas zu schießen. Also, mir kommt es selber genauso vor, als ob ich so mache. Aber es kommt tatsächlich, umso mehr du unterwegs bist, umso besser fühlst du dich in so eine Map rein und umso leichter läuft's. Es ist bei mir zum Beispiel auch total krass, genauso wie jetzt Neuseeland. Als die rausgekommen ist, war ich natürlich viel auf Neuseeland unterwegs und jetzt war ich natürlich eine Weile nicht mehr und es fühlt sich jetzt nicht komplett neu an, aber man kommt dann, finde ich, schon wieder so ein bisschen raus und braucht eine Weile, bis man wieder weiß, ah ja, da war ein guter Spot und da war ein guter Spot und dauert einfach mit der Zeit, kommt es und dann läuft es immer besser. Mai war, glaube ich, das erste Video. Ja, kann sein. Hast du Gutes geschossen? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, aber jetzt kommt sie. Jetzt kommt die Dia-Ziege. In schwarz. Hab dir eine schwarze Wildziege auf Discord geschickt. Kannst du dir mal angucken. Mach ich sofort. Interessiert mich echt. Oha. Ja, die ist schön. Die ist schön. Glückwunsch gleich mal, ey. So, die jetzt bitte einmal als dir. Oh, guck mal. Ich finde auch diese gemischten sehen auch sehr schön aus. Die Erwartungen sind hoch. Sehr gut. Mexiko 31.8. So wie Jos schreibt. Die schleicht sich doch hier gerade an, oder? Die schleicht sich doch an. Überlegst dir gut, mein Freund. So ist brav. Geh nur weiter. Mm-mm. Ich warne dich. Okay, Glück gehabt. Shady, Alter! Du Verrückte! Upgraded zu Fabled. Alter! Shady! Tausend Dank dir! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Warst ja eh schon ewig lang dabei oder bist schon ewig lang dabei. Vielen, vielen Dank. Daniel, schaut auch vorbei. Daniel, grüß dich. Die ist besser als du im Anschleichen. Ja, kann ich nichts dagegen sagen. Wie lange zockst du das Game schon? Ich habe das ziemlich gleichzeitig angefangen mit YouTube. Also ich habe das Game angefangen und kurz nach YouTube-Videos gemacht. 6 Monate jetzt, alter Schwede. 6 Monate. Daniel auch, ey. Wahnsinn. 6 Monate schon her. Ist echt verrückt. Matti, grüß dich. Sagt die Uhr 11 Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen auf jeden Fall. Uhr würde noch passen. Und dein Bruder ist nicht mehr so der Aufnahmefan. Der hat tatsächlich jetzt viel, viel um die Ohren gehabt. Jetzt wird es langsam besser. Wir haben schon gesagt, wir müssen demnächst die zweite Etappe machen. Wir haben ja quasi die Challenge immer noch am Laufen.
Und außerdem werde ich ihn mal fragen, einfach weil ich alleine sonst vor die Hunde gehe, ob er Bock hat auf Bigfoot. Alleine war heute schon hart. War echt hart heute. Sick, grüß dich. Spielst du auch mit Zuschauern oder Basti? Ja, mit Basti spiele ich. Also Basti ist ja mein Bruder. Und mit Zuschauern eben bei der Büffelabfahrt. Am Ende vom Stream manchmal. Genau. So, wo ist jetzt der Dia? Das ist doch schon wieder die gleiche hier. Die ist heimtückisch. Mach das auf jeden Fall. Du meinst zusammen, Vicky? Du meinst zusammen? Mein Sohn und ich schauen deine Videos echt gerne. Liebe Grüße. Christoph, Mensch, freut mich sehr. Viele Grüße zurück, auch an den Sohnemann. Ich finde das richtig cool. Da sind echt ein paar dabei, die erzählen, dass sie mit ihrem Sohn oder mit ihrem Kind da zusammen quasi Spaß dabei haben. Finde ich richtig, richtig cool. Ich habe es noch nie geschafft mitzumachen bei der Abfahrt. War immer zu langsam. Oh, Shady. Shady, also wenn du mal Bock hast, dann mach du einfach einen Server auf. Dann springe ich zu dir rein. Ich bin da mal weg. Dir, Andi, und dem gesamten Chat wünsche ich noch einen schönen Abend. Jörg, dir auch. Hau rein und träum weiter von deinem Great One. Alter, Kid. Unterstützt hier eh schon als Sheriff und haut auch noch einen raus. Ich wusste, ich habe was vergessen. Junge. Kid. Tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank, Kid. Gulasch. Gulasch schaut auch vorbei. Servus. Gulasch ist auch richtig guter Schütze hier. Sehe ich den ein oder anderen wirklich krassen Dia auf dem Discord immer mal wieder. Aber bin ich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Na endlich, Kid, schreibt Daniel. Oh Gott. Tja, ich weiß nicht, ob der Dia noch kommt, ehrlich gesagt. Gämse sind da hinten. Ich kann es euch nicht sagen. Da ist eine Ziege. Die schauen wir uns noch an. Wind ist ein bisschen schlecht. Aber die schauen wir noch. Adlerauge, grüß dich. Moin Andi, mein Chat, schon was Gutes geschossen. Bin auch mal wieder da. Nee. Bis jetzt noch nichts Gutes geschossen. Irgendjemand muss den Anfang machen. So sieht's aus. Was steht heute an? Simon, servus. Wir sind gerade auf der Suche nach Wildziegen. Werden gleich noch eine Runde Weißwedel jagen. Ein paar schöne Dammhirsche haben wir schon geschossen. Aber jetzt gucken wir hier erstmal hoch. Also die gucken wir noch. Ich schleiche da mal noch hoch. Daniel, ey, der Nächste. Was ist denn mit euch? Es ist Monatsende, wie kann das sein? Daniel. Ich witze. Daniel, auch dir tausend Dank für die Unterstützung. Auch schon ewig lang dabei. Daniel, guter Schüler. Mega, vielen, vielen Dank. Ich müsste eigentlich immer hier das Fenster aufreißen. Mir ist so schnell hier so heiß. Obwohl es draußen gar nicht so warm ist, aber ich habe Angst, dass die Leute mir zuhören. Browser! Mensch, auch lang nicht mehr gesehen. Grüß dich. Hungerst du gar nicht? Gulasch erstmal. Gulasch. Vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Hungerst du gar nicht? Ja doch, jetzt wo du es sagst, schon. An der Stelle, danke dir.
Ich habe jetzt richtig Hunger, ey. Tretz setzen kann ich. Ja, mach mal. Stell mal ein Bild von deinen rosa-pinken Haaren rein. Ich sag's dir, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Es ist eine unangenehme Situation, jetzt hier hochzuschleichen, weil ich sie wahrscheinlich verschrecken werde. Du hast Angst, dass dir die... Der Hunterman 09. Vielen, vielen Dank für dein Abo und willkommen. Freut mich sehr. Das war sie nicht. Da hat auch eine männliche geschrien. Das war sie auch nicht. Hatte eine gute Lehrerin und einen guten Lehrer. Das war sie auch nicht. Ey, du hast Angst, dass dir die Leute zuhören? Hä? Habe ich das gesagt? Oder meinst du jemand anderen? Ich bin verwirrt. Was macht man bei Büffelabfahrt? Auch noch schlecht erwischt. Auch noch schlecht erwischt, ey. Ich dachte, ich kann die schnell ausknipsen, hat aber nicht funktioniert. Na, so bin ich halt. Du hast das eben gesagt? Blackout. Du hast das gesagt eigentlich. Was habe ich genau gesagt? Ich habe jetzt echt, vielleicht war ich kurz weg. Wie lange bist du noch live? Halbe, dreiviertel Stunde würde ich mal sagen. Außer wir finden jetzt hier was total Abgefahrenes. Dann ziehen wir durch. Wenn wir gleich den Great One finden, dann ziehen wir durch. Das ist mir auch egal, ob ich dann morgen in der Arbeit müde bin. Lassen wir das, okay. Ach, wegen Fenster aufmachen. Ah, ja gut, es ist ja ein Unterschied. Das ist ja ein Unterschied, ob wir hier unter uns sind oder ob der Nachbar hört, wie ich sag, ey, Nackenklatscher. Der denkt sich, was ist los mit dem Kerl? Nee, es ist scheinbar auch keine Ziege hier drüben mehr. Tja. Tja. Dann springen wir doch nochmal kurz zurück und kaufen Munition. Benjo, hau rein, einen guten. Fenster bleiben zu? So ist es. Hab bis jetzt nur Leighton Lake und Hirschfelden gezockt. Was empfiehlst du als nächstes? Also ich meine, du, was ich dir empfehlen würde, ist, schau sie dir im Multiplayer die Karten an. Du kannst auf einen öffentlichen Server springen, ohne die Karte zu besitzen. Super cool. Da kannst du mal gucken, was dir so gefällt. Und dann, Geschmäcker sind verschieden. Dann weißt du einfach, welche Karte für dich gut ist. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Musik hin? Aber ich persönlich finde Silver Ridge Peaks sehr schön. Quatro Colinas ist schön. Mexiko ist auch cool. Aber es ist wirklich, also es gibt keine Map, die nicht gut ist. Das ist super Geschmackssache. So, guck mal. Sanji, extra für dich mache ich die 100 voll. Zippo! Lol, shh. YouTube, kein Teil, dass du live bist. Zippo, vielen Dank für die Unterstützung. Danke, danke. Ja, ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, an was es liegt. Ich weiß nicht, was YouTube da macht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen könnte, um das positiv zu beeinflussen. Ich glaube es nicht. Ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe es echt nicht. Bald kommt Mexiko für Konsole. Wir können es kaum erwarten. Ja, glaube ich dir. Ihr könnt euch echt drauf freuen. Gerade wenn sie jetzt auch noch im Vorfeld dann die Bugs behoben haben und so.
Macht mega viel Spaß. Nimmst du mal wieder ein Video mit Basti auf, sodass ihr mal so eine Challenge macht, der zuerst nennt ihr auf unterschiedliche Maps? Ja, genau. Ich hoffe, wir kommen demnächst mal wieder dazu. Wie gesagt, ich habe im September Urlaub. Und Basti hat da, glaube ich, auch Zeit. Und ich hoffe, dass wir da eine drehen können. Wieder 204 nur. Schade, ey. Ich hätte jetzt echt hier noch den Dia gern geholt. Der wahrscheinlich hier nicht ist. Nee, sieht nicht so aus. Big Pyrobar, vielen Dank auch dir für dein Abo und willkommen. Danke dir. So. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt den Great One. Wenn es mit der schwarzen Diamantziege nicht geklappt hat, dann halt den Great One. Great One, da hast du aber 7000 Kilometer weiter westlich mehr Chancen. Ja, stimmt. Was sind das für leuchtende Lampen hinter dir? Kannst du mir vielleicht sagen, wie die heißen? Kann ich dir kurz... Also das Rote da hinten ist so ein Philips Hue-Ding. Habe ich vor Jahren schon mal gekauft. Und es ist leider ein bisschen, glaube ich, nicht mehr ganz in Ordnung. Es macht manchmal komische Sachen. Und das hier unten ist so ein... Weil die sind ziemlich teuer. Also die sind mir ehrlich gesagt fast zu teuer. Und die hier unten ist aber einfach auf Amazon so ein Lightstripe, den ich da dann rumgelegt habe. Und der ist viel günstiger als die Philips Hue-Dinger. Den kannst du halt nicht mit der Sprache steuern, sondern mit so einem Ding. Nein, keine Ahnung. Ich finde es auch echt okay. Also erfüllt seinen Zweck. Und ob ich den jetzt mit der Sprache steuere oder nicht, ist ja eigentlich dann auch Latte. Passt. Und hat wirklich viel, viel weniger gekostet. Kannst du nicht, ist genauso broken auf Twitch. Da ist bei beiden Plattformen viel kaputt. Hä, auf Twitch ist es auch so? Ich dachte, auf Twitch ist es eben nicht so. Salatbesteck, wie er mich einfach mit Absicht überliest. Grüß dich, Besteck. Die können wir hier lassen. Die lassen wir mal hier. Nehmen wir mal noch für alle Fälle eine Flinte mit. Vielleicht kommt so ein schöner Fasan vorbei. Man weiß ja nie. Und die Ranger nehmen wir mal noch mit. Die passt nicht mehr rein. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, dann lassen wir sie hier, aber dann kann ich dir garantieren, vielleicht passt sie jetzt rein, dass irgendein fettes Tier Klasse 2 vorbeiläuft. Jetzt passt sie rein, perfekt. Ranger, Nordin. So, jetzt sind wir gut ausgestattet. Munition haben wir auch genügend. Senshi, ich hoffe, das passt für dich. 40, 86, 92. Ich hoffe echt, das ist okay so. So, Uhrzeit müssen wir noch anpassen. Ist schon was passiert? Nee, ist noch nichts passiert, Bella. 8.56 Uhr ist in Ordnung. Du musst dir mal irgendwann die Nanoleaf LED-Platten anschauen. Ja, ich kenne die. Die hat ein Kumpel von mir. Ich weiß nicht, ob die mir too much wären. Ich weiß es nicht. Aber wir fangen einfach hier unten an. Da unten ist so ein Gebiet, da dauert es bei mir manchmal, bis die ankommen. Wir kommen bei Twitch irgendwie nie Benachrichtigungen. Merkwürdig, ey. Hängt vom Kanal oder von den Twitch-Göttern ab. Bei manchen bekomme ich jeden Alarm, bei anderen überhaupt keinen. Ich dachte immer, das ist genau, also ehrlich gesagt dachte ich, das ist genau der Vorteil von Twitch, dass die Pings einfach immer kommen. Aber wenn es da jetzt genauso blöd ist, komisch. Sehr, sehr komisch. Kaiser, grüß dich. Damit kann man arbeiten. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsmap? Silverish Peaks. Jetzt ein Stück Erdbeertorte. Das wär's. Was soll ich sagen? Lucy, was soll ich sagen?
Quattro habe ich den ersten Deal geschossen, an der Stelle, wo du deinen geschossen hast. Nice, Glückwunsch. Ich finde auch Quattro mit den Steinböcken und so, gefällt mir auch einfach richtig gut. Das Multimount ist auch richtig geil. Wenn Google was kaputt macht, kann Amazon das halt auch. Sehr schön. Bei Twitch gibt es auch eine Glocke, die ist am Anfang deaktiviert. Die muss man aktivieren. Oh, das wusste ich gar nicht. So, da stehen die ersten. Nur Weibchen und ein Zweier. Ich call mal, vielleicht kommt da noch mehr raus. Blöde Frage, kann man eigentlich jeden Vogel vom Himmel holen? Keine Ahnung. Also, es gibt halt, ich glaube, man kann so die Adler auf Hirschfelden oder so, ich glaube, die Möwen, ich glaube, da fliegen so Möwen oder sowas rum. Ich glaube, du kannst die tatsächlich abknallen, aber du kannst sie halt nicht aufheben. Ist 192. Das ist halt tatsächlich so krass bei den Weißwedeln. Also ich weiß nicht, ob es wirklich an den Weißwedeln liegt oder einfach daran, dass man von denen so viel schießt. Aber da trocknen bei mir wirklich die Bedürfnisgebiete regelmäßig aus. Also ich habe ein richtig gutes und bejagtes und auf einmal ist es fast leer. Oder es sind nur noch Weibchen da oder so. Ist ein bisschen merkwürdig, finde ich immer. Kuchenlieferexpress gibt's noch nicht. Lucy, den kannst du demnächst mal für mich machen. Den werden wir uns mal holen. Da drüben war auch ein schöner. Ich weiß noch nicht, ob ich den von da sehe. Wahrscheinlich nicht. Du bist bei Twitch nicht live? Nee, stimmt. Bin auf YouTube live. Dann kommt wieder Ranch Sim. Habe ich vorhin schon gesagt, ich hoffe, dass ich demnächst wieder eine Folge machen kann. Also, da wurde ja viel abgedatet, dadurch wurde der Spielstand gekillt. Ich habe den Spielstand jetzt schon mal wieder ein bisschen nach vorne gespielt, dass wir nicht wieder von Null anfangen müssen. Und dann hoffe ich, dass ich demnächst wieder eine Folge mache. Ist eigentlich jemand gerade im Chat, der tatsächlich nur über Ranch Simulator auf den Kanal aufmerksam wurde? Oder alle von Call of the Wild? Das fände ich echt mal interessant. Wo ist denn der eine Hirsch hin? Okay, jetzt muss man leider warten. Der ist ins Wasser gedeicht. Sind es zwei Jagddruckgebiete übereinander oder habe ich den einen komplett versemmelt? Ich weiß gerade nicht. Frank, grüß dich. Gar kein Problem, dann bitte einmal Adresse und Telefon. Was gibt's denn dann für einen Kuchen? Das ist ja stark davon abhängig, wie der Kuchen aussieht. Oder was es für ein Kuchen ist. Also wir müssen kurz warten. Ich hoffe, der andere ist dahinter hinter die Klippe gefallen. Von deinen Bibi und Tina Livestream. Das ist toll, nur deswegen folge ich dir. Shady, pass auf, ja, sonst hast du den nächsten Trend gesetzt, ey. Ach, guck mal, da sind zwei. Der lässt sich's richtig gut gehen. Schon was Schönes geschossen, Frank, bis jetzt noch nicht. Wie bekommt man eigentlich so DLC-Sachen? Die musst du im Shop kaufen. Oh, Freunde! 2,70! Oh ja! So, was sagt der Chat? Endlich kann ich mal wieder... Moment.
So, was sagt der Chat? Steht da der nächste Weiß? Oh, steht da der nächste Weißwedel dir? Oder ist es ein Troll? Ist es ein Troll? Wenn es kein Dir ist. 2,29 bis 2,70. Ich zeige euch gleich das Geweih von näher. Schuss hat gepasst. Zeig nochmal das Geweih. Ja, warte. Der hat nicht gepasst. Ich zeig's euch mit etwas näher dran. ...2,29 bis 2,70. Ich denke, es ist zu groß. Zu klein. Ich denke, es ist viel zu klein, ehrlich gesagt. Dir? Meint ihr dir? Mastrain sagt dir. Robby ist sich nicht sicher. Trollender Troll. 2,40 sagt Jess. Mini meint 2,52. Zippo ist auch mit Gold dabei. 2,42. Wie weit ist er weg? 230 Meter. Blöder Abstand. Aber ich versuch's trotzdem. Ich setz ein bisschen höher an. Wenn das nächste Mal ein Kopf fehlt. Auf den Nacken. Nein. Ich gehe auf Lunge. Also Schuss hat schon mal gepasst. Schuss hat schon mal gepasst. So, jetzt muss er nur noch passen von der Wertung. Der ist nicht dir, okay. Du hattest die Waffe nur auf 150. Christian meint auch 2,42. Ah, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Bei dem glaube ich jetzt selber nicht, dass es ein dir ist. Kone meint 2,43. Wie macht ihr das? Ab welcher Entfernung geht ihr auf die 300er Distanz? Auf 300er Nullung. Ab welcher Entfernung schießt ihr 150 und wann geht ihr auf 300? Flickflack meint noch kleiner, 2,37. Ungefähr bei 2,40. Ungefähr 300 ab 2,50, 2,60. Okay. Alle relativ ähnlich sogar. 150 bis 250 und 300 darüber. Tatsächlich alles sehr ähnlich. So, jetzt schauen wir uns nochmal genauer an. Hat mich da gerade jemand angerüpst? So. Es sieht jetzt von hier, es sieht von hier größer aus, als ich dachte. Es sieht wirklich deutlich größer aus, wow. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Benjo, kommst genau richtig. Robby meint dir. Vicky ist sie auch nicht mehr sicher. Jess ist immer noch bei 2,40. Ich halte lieber drüber als drunter. Bei 20 mache ich 105. Ja, ich halte auch lieber drüber. Wir schauen uns an. Zu einer richtig gechillten Musik. Schade. Schade. Aber er war größer, als ich dachte, muss ich sagen. 245, so. In Chat schauen. Chess war mit 240 sehr nah dran. Was hatten wir noch? 250, 267. ...2,43 war Mamodu. Christian mit 2,42,5, auch nicht schlecht. Ich glaube 2,45 hat keiner gesagt. Ich hab gerade von Björn gelesen, hört sich an, als ob du in der Nähe bist. Da lässt sich mit dem Kuchen bestimmt was machen. Ja gut.
Okay, wir springen einfach direkt zum nächsten Spot. Wir gucken nochmal hier runter, damit wir noch alle Spots abgehen können in der Zeit. Trotzdem gut, ja, war ein schöner Hirsch. Immer noch nichts da? Merkwürdig. 9.43 Uhr ist in-game. Weiter geht's. Wie lange machst du heute? Nicht mehr so lange. Wir gehen jetzt noch die Spots ab. Und dann bin ich eh schon wieder am Ende. Ibrahim, genau. Neumer kommt am 31. Was haben wir hier? 2.38. Auch nicht schlecht. Auf ungefähr 200 Meter. Muss wieder los, aber hoffentlich noch viel weit mehr Zeit. Jagdballbezahl, vielen Dank dir und einen schönen Abend. Den wollte ich jetzt schnell am Boden haben, dass ich da nicht so ewig hinterher rennen muss. Springt da noch irgendwas Größeres weg? Nope. Machst du noch was mit Dagon? Wir schreiben immer mal wieder. Aber das Video war natürlich so ein Special-Ding, weil er sich ja mit einem völlig kranken Bogenschuss den Greymon geholt hat. Aber in Kontakt sind wir natürlich schon noch. Warum ist die Musik so fancy? Ist was passiert? Ja, das war aus Versehen. Die Nase ist am Start. Grüß dich. Der Hunter Call of the Wild Montage. Servus. Mein Papa ist Jäger. Ja, es sind viele bei euch dabei, gell, die wirklich so im Real Life auch viel mit der Jagd zu tun haben. Ich habe auch echt schon richtig viel gelernt da von euch. Ich hatte ja gar keinen Plan. Musst du auch noch den Greymon schießen? Oh ja, ich muss den auf jeden Fall noch schießen. Ich hoffe, ich werde ihn bald schießen. 89 Kilo, 223. Weiter geht's. Lucy, hau rein. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Nächstes Mal wird hier so eine fette Torte stehen. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hier, das ist zum Beispiel. Nur Weibchen und hier waren immer extrem schöne, große Hirsche mit dabei. Ich habe nur noch Weibchen. Es ist ein bisschen strange und ich habe es noch nicht rausgefunden, an was das genau liegt. Aber das Problem haben viele, habe ich schon gehört. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Sehr gut. Hier ist noch ein Spot, wo oft schöne große Hirsche dabei waren. 238. Die habe ich aber erst gelegt. Es kann sein, dass der zweite einfach noch nicht gespawnt ist. Hier drüben hatte ich dann auf einmal ein neues Bedürfnisgebiet, was jetzt Dickhornschaf sagt. Warum ist das jetzt Dickhornschaf? Da standen ein paar Weißwedel, die waren dann aber auf einmal wieder weg. Also so 100% einleuchtend ist das Ganze noch nicht mit den Weißwedel-Spots. Aber sonst wäre es vielleicht auch zu einfach. Schnitzel auch rein. Wir nehmen ihn mal hier raus. Der liegt.
Hanyo, ja, 31.8. Mit dem letzten Patch haben meine Weißwedel in der Lodge fast alle eine neue Farbe. Hat das noch jemand? Ja, das ist so, wieder so ein kleiner Bug, den sie hoffentlich beheben werden. Da stimmen die Fellfarben einfach nicht. Haben mehrere. Ich lasse in den Herden immer ein Männchen stehen. Keine Probleme mit dem Respawn. Ah, okay. Das heißt, wenn das jetzt vier Hirsche sind, also vier Tiere und das sind zwei Hirsche, dann schießt du auch immer nur einen. Machst du heute Büffelabfahrt? Ich glaube, ich schaff's heute nicht mehr. Gestern mit 39,4 beim Bett gelegen. Oha, Fabex. Ich wünsche dir gute Besserung. Ich hoffe, heute schon besser. 87 Kilo, 214. Ich lasse einen stehen von den Männchen. Also egal, wie viele Männchen. Was machst du, wenn du eine Herde hast, wo nur ein Männchen drin ist? Wie lange bist du noch on? Nicht mehr lange. Viertelstunde vielleicht. Ist leider los, war aber super, wie immer, schönen Abend noch. Platzhirsch, hau rein. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Okay, wenn einer drin ist, dann schießt du ihn. Okay. Ja, vielleicht versuche ich das dann auch mal. Also ich habe jetzt bei den Herden auch meistens nie so richtig komplett alles rausgeschossen. Da hinten steht auch noch einer. Weibchen. Der hat Probleme. Da steht noch einer. Das ist ein Männchen. Ah, ich glaube, den müssen wir erlösen. Schauen wir mal, ob wir noch was sehen. Meine ganze Familie ist hier, gell? Okay, krass. Gescheckten Maultierisch geschossen. Glückwunsch. So. Kannst du noch länger bitte? Ich würde gern. Aber ich muss unbedingt auch was essen. Ich muss mich ein bisschen um die Kleine kümmern. Und wie gesagt, ich habe ein Video fast fertig für die Woche. Also eins kommt auf jeden Fall und vielleicht schaffe ich auch noch eins zu machen. Nochmal mit dem Konsolen-Release. Waren jetzt doch auch nochmal einige im Chat, die danach gefragt haben. Und es gibt ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich schon auch ganz spannend, was da gerade so passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt mit dem offenen Brief, der geschrieben wurde, mit Expensive Worlds, die gemeint haben, sie werden ab jetzt versuchen, öffentlicher oder offener zu kommunizieren, damit wir und ihr und wir alle einfach einen besseren Überblick haben, was da gerade so abgeht, was ich sehr cool finde. Genau, vielleicht fasse ich das auch nochmal so kurz zusammen. 71 Kilo, 133,5. 78 Kilo, 171, ja, nichts Besonderes. Hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, da hatte ich zum Beispiel immer wahnsinnig viele und dann irgendwie nicht mehr. Gustav, grüß dich. Hast du schon mal mit der Range Master geschossen? Nee, die habe ich noch nicht freigespielt. Das können wir auch mal in einem der nächsten Streams machen. Da fehlen mir noch, ich glaube, 6 Steinkreise oder so. Die wollte ich mir nicht kaufen, weil man die eben auch über die Mission kriegt. Dann machen wir die vielleicht das nächste Mal fertig.
Hier genau. Ich hatte hier extrem viel Männchen. Wirklich extrem viel Männchen. Genauso hier drüben. Und jetzt ist fast nichts mehr los. Aber ich habe gerade gesehen, Max hat mir auf Discord geschrieben, er hat dann einfach, er hatte das auch mal und hat dann Weibchen geschossen und dann kamen wieder Männchen. Probiere ich jetzt auch. Ich meine, kaputt machen kann ich ja wahrscheinlich nichts. Da waren auf jeden Fall ein paar dabei. Hast du die King? Jo. Auf jeden Fall mal die 338 freischalten. Ist wirklich cool. Habe ich schon von viel gehört. Das müssen wir echt machen. Wo finde ich diesen Brief? Wenn du auf dem offiziellen Discord bist. Aber warte mal, ich kann ihn euch reinlinken. Ich suche ihn schnell. Ist auf Reddit. Einen Moment. Ich verlinke ihn euch einfach. Ich hoffe, der Link funktioniert. Die sammle ich gleich ein. Auch nichts groß dabei, weil ich nicht mehr lang kann. Springen wir einfach direkt. Nee, ich sammle die erst ein, sonst sind die am Ende noch weg. Ich sammle die ein und dann springen wir zum nächsten. Zone verschießen, dann neu spotten. Du meinst, wenn nichts mehr kommt, Vicky, dann schieße ich einfach quasi mit dem Jagddruck die Zone kaputt und warte, ob dann wieder welche neu kommen? Was ist dein Lieblingsrevier? Savage Peaks? Oh, was Steve schreibt, ist sehr interessant. Hallo Andi, habe bei einer Weißwedelherde von 5 Tieren 2 Männchen und 3 Weibchen. Jedes Mal die 3 Weibchen geschossen, beim 4. Besuch standen dann 5 Männchen da. Gruß Steve. Steve, vielen Dank für die Info, ich werde das ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Tieren so ist oder nur bei den Weißwedelhirschen. Ich versuche mir jetzt hier erstmal noch, falls ich da noch was erwischt, die Links zu zerstören. Das ist auch eine gute Idee. Ich hoffe, dass die dann hier wieder neu hinkommen. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt, ne. Das ist tatsächlich interessant, Steve. Ich werde es ausprobieren. Timo bis jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. So, wir springen weiter hier hoch. Eiskalt zweimal gelesen. Oha. Tipp nur als Hilfe in Ranch. Hab das jetzt zum zweimal durch Schweinebabys 14 Tage. Machen wir normale 10 Tage Game Time. Ja, ich habe gehört, die vermehren sich jetzt. Das heißt, ich kaufe einfach 2 Schweine. Gibt es da männliche und weibliche oder kann ich einfach 2 kaufen und die vermehren sich? Ist diese Woche noch ein Stream geplant? Vielleicht am Wochenende, aber ich kann es noch nicht versprechen. Muss ich spontan machen. Hier ist auch ein richtig gutes Gebiet. 207. Babys dauern viel länger, es gibt ein Männchen und ein Weibchen. Ah, okay. Wo war der 200 dabei? 207, das ist ja 150 Meter. Muss ich so ein bisschen an dem vorderen vorbeischießen, aber ich glaube, das geht. Ja, der hat gepasst.
Ich weiß nicht, ob das der Bowden war, der gesmoked hat, oder ob ich dann noch einen erwischt habe. Ich glaube, ich habe keinen erwischt. Wir gehen einsammeln. Sven, hey Andi, wie geht's? Wie geht es dir und deiner kleinen Familie? Schon was Gutes geschossen? Sven, grüß dich. Viele Grüße an deine kleine Familie. Wir haben ein paar Vierer Dammhirsche geschossen. Wir haben ein paar schöne Ziegen geschossen, aber das war nichts Spektakuläres dabei. Wir sind gerade dabei, den Grind ein bisschen voranzutreiben. Aber es war nichts Spektakuläres heute. Wir hatten einen theoretisch potenziellen Weißwedel-Deer, der ging bis 270, glaube ich. War aber tatsächlich ein gutes Stück drunter. Lino, grüß dich. Meinen ersten Deer-Weißwedel verschossen. Oh, da kommt bestimmt bald der nächste. Wie viele Dias hast du? Boah, irgendwie so 42, 43, glaube ich. Ich kann, also die Statistik ist bei mir nicht korrekt, die ist verbuggt. Da gab es mal einen Bug, wo auch Goldtiere als Tier gezählt wurden. Und deswegen stimmt die nicht. Wir können mal reinschauen. Ne, Moment. Genau, 100 Diamanten sagt's, aber das sind bestimmt 30, 40 mindestens Goldabschüsse, die als Dia gewertet wurden. Den habe ich versemmelt. So, die letzten zwei Spots. Einmal den hier. Ich fände toll, wenn du mal was mit Rehen machst. Ich versuche das jetzt fast ein Jahr. Bis auf ein Gold-Albino gab es noch nichts. Hab noch nie einen Dreier gesehen. Björn, da geht's mir genau wie dir. Da geht's mir wirklich genau wie dir. Ich habe auch an den Rehen, beiß ich mir dermaßen die Zähne aus. Ich habe auf Quattro mal eine Weile gesucht und habe nur... Wie viel Uhr ist es? 10.50 Uhr. Könnte sein, dass die schon weg sind. Hab nur Weibchen gefunden. Aber vielleicht mache ich mal eine Rehwoche. Das ist eigentlich eine coole Idee. Also als nächstes habe ich vor eine Elchwoche auf Medved Tiger, weil ich da, glaube ich, noch kein einziges Video gebracht habe von Medved. Da würde ich gerne eine Elchwoche machen. Elchdia fehlt mir auch noch. Und danach vielleicht Rehe. Ein Anti-Cheat-Com wäre gut. Ich bin schon oft auf Servern gelandet, wo nur Dias rumlaufen. Ja, das würde tatsächlich viel einfacher machen. Wenn es da irgendwas gäbe in der Richtung. Level 1. Noch ein Level 1. Naja, schade nichts. Bugfisch! Hab immer die Streams verpasst. Bugfisch, ich bin leider schon wieder fast am Ende. Aber trotzdem cool, dass du noch vorbeischaust. Ich hoffe, dir geht's gut. So, die zwei kleinen noch schnell rausgenommen. Du hast den Albino-Elch geschossen? Ja genau, Albino-Elch. Aber der war auf Yukon Valley, nicht auf Medved. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh, was geht denn jetzt ab? Zwei Zweier. Naja, die können wir noch rausnehmen. Einmal den hier. Hallo, bin neu im Game, aber das Spiel macht echt süchtig. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Der Einstieg ist ein bisschen eine große Hürde, bis man mal so alles verstanden hat. Bis man weiß, wo die Tiere sind, wie man sich da verhalten muss und so. Aber wenn man erstmal so Stück für Stück reinkommt, dann macht es echt richtig viel Spaß. Liegt und liegt. Ich sammle mal noch schnell ein. Hallo? Hast du dir die neue Schrotflinte gekauft? Nee, habe ich noch nicht gekauft. Medved auf der Eisfläche, super zur Trinkzeit. Eche bejagen.
Ja, da werde ich auf jeden Fall mal hinschauen. Da werde ich auf jeden Fall mal hinschauen. Wie lange spielst du schon der Hunter? Gutes Jahr. Hast du schon selber, ich versuche jetzt noch möglichst viele Fragen zu beantworten, hast du schon selber einen Great One geschossen? Nein. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ich glaube, ich habe jetzt fünf Deer-Weißwedel. Und man sagt ja, dass die Chance höher ist, bei einem Deer den Great One spawnen zu lassen. 75. Level 2. Da hinten ist der andere. Es ist leider kein PvP-Spiel. Leute, die hacken, cheaten, bescheißen nur sich selbst. Daher sehe ich da ein Anti-Cheat-Tool nicht kommen. Ich glaube auch nicht, dass da eins kommt. Den habe ich versemmelt. Ich glaube auch nicht, dass da eins kommt. Es ist halt ein bisschen schade für... Also ich wollte eigentlich schon lange mal Richtung nächstes Turnier gehen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, wenn man dann cheatet oder so. Aber da fällt uns bestimmt noch was ein. So. Da schimpft noch einer. Aber ich würde sagen, das war's jetzt. Wir haben wieder, sind gut vorangekommen. Wir sind gut vorangekommen, haben ein paar Weißwedel gelegt. Seht ihr auch hier klicken? Oder seht es nur ich? Ich weiß nicht, was das da macht. Was haben wir noch geschossen? Wir hatten ein paar schöne Dammhirsche, ein paar Vierer. Da werden wir demnächst auf jeden Fall nochmal eine Runde drehen. Kann ja gut sein, dass da ein Fünfer nachgespawnt ist. Wir haben ein paar Ziegen geschossen. Auch da bin ich auf den Respawn gespannt. Was haben wir noch? Ja, Weißwedel geschossen. Wie kann man bei Discord Bilder hochladen? Wenn du am Handy bist, da ist dann unten links, wie bei WhatsApp oder so, so ein Ding, so ein Button, wo du einfach Bilder hochladen kannst. Ansonsten würde ich sagen, war es ein super entspannter Abend mit euch, wie immer. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal spiele ich auch wieder. Derry, ich schreibe dir noch auf Insta. Ich schreibe dir auf jeden Fall noch. Kommt morgen ein Video. Ich hoffe, ich schaff's fertig. Dir noch einen schönen Abend. Knuddel deine Mädels. Bis bald. Werde ich machen. Genau. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bringt die Woche gut rum. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin. Viel Spaß. Viel Erfolg beim Jagen. Haut rein. Ciao. Ciao.